So, wir sind wieder da. Es ist zwar gerade Blutmond, aber das ist mir jetzt scheißegal. Wir fahren da jetzt so rein. Und nur so, es kommen gleich drei Augen. Die Wurst schaffen wir schon. Solange wir nicht gleichzeitig werden. Ah. Oh fuck! Ich hab vergessen, dass ich die Dinge jetzt erstmal ausrüsten muss. So! Jetzt euch, Crystal! Die Sozielle machst du? Ja! Yeah. Das ist das normale Auge. Nicht den Laserman, sondern den grünen. Okay, gut! Das ist der hier, ja. Oh, das ist. Das normale Auge ist gestorben. Den Spatzer Zissen oder wie der sich nennt. Ich fällt gerade auf, ich habe meine Buff Potion noch gar nicht getrunken. Jetzt habe ich getrunken. Oh, scheiße. Hast du deine Buff Potion schon getrunken? Na, längst. Ah, gut, dass hier Herzen rumliegen. Das eine ist tot, das hat noch das Waffe gedroppt. Sehr gut. Gut, dann sofort die Elektron. Okay, gut, wenn du meinst. Treff ich, treff ich! Ruf ihn, ruf ihn! Ja, ich muss gucken, da! Jetzt wird's witzig! Skeleton Prime! Was glaubst du, was ich da alles an Gegner auf dem Thumbnail packen kann? Geht weg, ihr scheiß Arme, ihr geht mir auf den Sack! Die respawnen ja auch nicht, oder? Niemand respawnt. Na ja, gut, dann mach ich erstmal die weg. Der Vorteil ist, ich habe jetzt noch einen ganzen Buffs-Dinger. Ich hoffe, ich treffe. Ah, schau, wie easy das geht zurzeit. Und gut, wir haben jetzt mega viel Tränke. Ja, vor allem durch die ganzen Tränke. Also ich meine, ich verliere jetzt viel, viel weniger Munition. Ich kann da wahrscheinlich ein paar Stunden reinballern. Ich habe immer noch über 1000. Lauf durch die Herzstarter, wenn du Leben brauchst. Ich hab noch mehr als genug Leben und regeneriert sich auch voll schnell. Ja, ich bin da trotzdem. Muss keine Tränke. Gleich ist es vorbei. Vielleicht lustig auch einstellen könnte, dass wenn ein Boss appeared, dass er da automatisch andere Waffen verwendet. Achievement. So, weißt du was? Haben wir noch irgendwas? Es ist noch Nacht, oder? Ich hoffe schon. Nur noch. Also ab jetzt, da kam gerade die Meldung im Chat, ab jetzt kann sich der Jungle ausbreiten. Dennis, du bist da am falschen Auge praktisch. Ja, tut mir leid, das gebe ich drauf den Sack. Egal, es geht auch so. Wurscht, ich muss jetzt erst einmal. Die Buffs sind bald weg. Hab nur noch eine Minute für die meisten. Egal, das schaffen wir töten doch in einer Minute. Gut, dass der dich fokussiert, sehr schön. Ja, vor allem der ist voll langsam. Ja. Guck mir gar nicht daher. Was ist er? Er hat sich nicht angestellt. Einfach einmal durchlaufen, YOLO. Einmal alle Potions gedruckt, wir ficken alles weg. Hast du noch irgendwas zum Spawnen? Na, ich könnte die Frost Legion spawnen. Wann kommen die denn in der zeitlichen Reihenfolge? Ostlegion, die kommt einfach. Ja, aber ich meine, ja, eigentlich kommt die jetzt. Soll ich die machen? Wie viel Zeit haben wir doch? Wo ist denn die Sonne? Ja. Ach, da ist der Mond. Die Ostlegion ist nicht an Tag-Nacht gebunden, Dennis. Ach so, soll ich spawnen? Ja, mach mal. Okay. So, die kommen wahrscheinlich. Lass auf jeden Fall die Türen zu, weil die ganzen Schneemänner sind sehr gefährlich. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Was denn? Hey, warum steht. Warum steht denn keine Progress Bar da? Ich stand doch gerade eben nur da. Die taucht schon wieder auf. Au. Mal was statt der hellen Chat. Appeared from the East, also die kommen erst noch. Sind auch so wie die Dinger.
So, K. Ah, scheiße. Ja, nicht K, ja. Lazambibana, okay. Jetzt sollte es funktionieren. Was denn? Was machst du denn gerade? Sach! Sach! Lol, kann man die bauen? Ja, das sind jetzt meine Twins. Du hast die Tür aufgemacht, bis du behindert! Ich hab sie wieder zugemacht, jetzt wo ich raus bin. Ja, toll, da ist ein Schneemann reingelaufen. Nicht so schlimm. Ja, deine Twins können ja irgendwie da reingehen. Wie gefallen dir die Twins? Das sind halt zwei Twins. Was los? Ist doch episch. Das kann ich auch nicht vorstellen, ey. Das Thumbnail wird vollgeballert sein mit Gegnern, das sag ich dir. Die ballern Schnee rum, das ist ein bisschen doof, aber soll's. Ja, es liegt daran, wie die Schnee droppen. Sind ja auch Schnee. Die bauen den Schnee auch. Was ernsthaft? Wir haben eine K.O.-Kennen bekommen. Ah, cool, die mag ich. Na gut, die dürfte später sein. Super, perfekt für Only Flair ran. Das war kein Dramatik. Dennis, sammle mal die Seelen ein. Ich hab die. Welche die Seelen? Muss ich sie wieder aufteilen. Muss ich sie wieder durch. Hälfte teilen, 0-3. Kannst du das erst machen, wenn wir fertig sind damit? Ach, halt so. Ja, damit das Inventar nicht so zugeballert wird. Ich hab sogar noch ein paar Tränke. Wir haben keine besonderen Items außer Schnee. Ja, trotzdem. Doch, die K.O. kennen. Nee, ey, das ist nicht von denen. Trotzdem droppen die das. Der hat da eiskalt Schnee geplaced, der Sack. Ja, ich sag's dir. Dann will ich jetzt noch mit dem Kiel spielen, Mann. Wir sehen ja nicht mal mehr, ob das Schnee oder hell und Sand ist. Ach doch, ich erkenne das schon. Muss ja nur hell werden, wenn es dunkel ist, ist das sehr schwer zu sehen. Frostlitch hat aber nichts Spezielles, außer eben die diese ganzen Schneemännchen. Ja. Hat er schon wieder Schnee gemacht. Alter! Viele Schneemänner hier! Ich versteh's nicht. Warum kann ich denn die Twins nur einmal rufen und nicht als Zweierpaar? Eigentlich sollte das. Es sind doch zwei da! Ja, aber eigentlich sollten es vier sein. Vielleicht geht das mit dem nicht. Schau mal in der Wiki. Aber vielleicht kostet das einfach automatisch zwei Minions. Dass du vier Minion-Kapazität brauchst, um das doppelt zu beschwören. Ah, jetzt. Na also, jetzt funktioniert. Jetzt habe ich vier. Ich kann zwei Minions spawnen, ich habe hier aber vier. Weil die eben doppelt sind. Und jetzt bin ich mehr. Der Buff hat rumgespannt. Die gute Frostlegion fragt sich nach, wieso wir die jetzt gerade machen können. Wie, wer fragt sich das? Du hast in der hast du schon gesagt? Du hast gefarmt in der. Du hast auf Weihnachten gestellt oder hast du gefarmt? Easy. Im Normalfall bekommt man das nämlich auch so Geschenken, die Gegner zur Weihnachtszeit droppen. Und zu Halloween wachsen überall Pumpkins. Wo man sich dann Pumpkin Moon bauen kann. Aber das kann man glücklicherweise auch, weil man nicht sich Pumpkin Seeds kaufen kann. Cleared 100%. Hä, warum steht's denn dann überhaupt noch da? Ach, da oben sind noch welche. Ey, die machen mein Haus kaputt. Die Dreade ist gestorben. Wenn du auch Minions benutzen kannst, kriegst du jetzt den Impfstab. Alter, schau dir das mal an. Die haben mein Haus zerstört. Oh. Nochmal. Mein schönes Dach. So, jetzt müssen wir erstmal darüber laufen, um zu gucken, wo da noch Schnee ist. Da ist Schnee. Da ist Schnee.
Einfach quickstaken, wir haben eine Schneekiste. Die ist sogar aus Schnee. Was ist sehr hoch, dieser Satz. Okay, hier im Pörl scheint kein weiterer Schnee mehr zu sein. Ja, ich mach mal wieder die Türen auf. Okay. Also ich brauche jetzt einen Eiopsegolem für mein Event. So, ich hänge da mal der Blattzombie-Banner hier auf. Hier hin. The Eye of the Golem, nicht der Eye of the Tiger. das hier packe ich jetzt einfach mal hier in die Masken. Ich habe wieder irgendwo noch eine. Da, Trophies. Auf mal rein damit. Mega Shark hast du schon, oder? Ja. Habe ich mir sofort gebaut. Wie konnte man aus den Wurm bauen? Okay. Das einzige, was ich jetzt noch bräuchte, wären 6-mal die Soul of Pride. Ansonsten kann ich dir meine anderen Seelen geben, die ich jetzt noch übrig habe, weil ich schon alles gecraftet habe, was ich möchte. Alter. Ja, alles dann nehme ich die hier. Hey! Warum reißt du mal alles ab? Ich habe extra in die Luft geklickt. Ja, da oben sind aber Blöcke. Es lag daran, dass eben Steuerung aktiviert war, der Smart Cursor, oder auch immer. Ich habe meine Pickaxe schon und sie ist massive. Die werde ich jetzt erstmal umcraften. Die ist massiv? Nicht massiv. Okay. Ja, und das stört, das ist doof. Das soll schneller sein. So, ich mache mir meine Drax. Achievement! Drax, warte mal. Hast du auch ein Achievement bekommen für die Pickaxe? Nö, ich hatte schon eine. Das Achievement heißt nämlich auch Drax, was ich jetzt bekommen habe. So, oh, da kommt nichts Gutes raus. Ah, was, hier steht ein. Wo ist denn der Guide? Was kann man denn überhaupt alles aus Halo machen? Für was brauche ich denn den Scheiß jetzt überhaupt? Die ganzen Rüstungsteile, ja. Excalibur, den hier. Du kannst. Hast du deinen Optic Stuff jetzt gebaut? Ah ja, stimmt, das ist das, oder? Ja. Also ich brauche keine Seelen mehr außer die Soul of Pride. Soll ich jetzt schon mal ein paar solchen solchen paar Halo Rüstungsteile bauen? Halo Bahn habe ich keine. Ich weiß nicht, weil eigentlich können wir auch gleich zu dem nächsten Material gehen. Ich will eigentlich keine Halo Rüstung machen. Kann die irgendwas überhaupt? Ja, die ist halt genauso wie die Dingens Rüstung, dass sie drei verschiedene Köpfe hat. Also der Spezialeffekt ist dann je nach Helm abhängig. Ja, aber eigentlich können wir doch vielleicht Chlorophyll machen. Ja, wie gut ist ein Chlorophyll eigentlich? Weil vielleicht ist ja das nicht direkt. Sein. Vielleicht ist das ja nicht direkt besser, sondern nur in gewissen Hinsichten besser. Du kannst dir die Halo Armor machen, wenn du willst. Ah ne, ich spare die erstmal auf die Bahn. Kann man noch brauchen für Pumpkin Moon. Barren. Ja. Warte mal. Ach stimmt, ich glaube für die Bars hatten wir, passt das gar nicht in eine Kiste, kann das sein? Wo war jetzt die Erzkiste hier? Hat das mit dem Dämonit funktioniert? Ja, das hat funktioniert gut. Oder mit dem Crimson Zeug, whatever. Terraria. Ah ja, genau, ich wollte zur Wiki von den Baren. Will mich wissen, wo die jetzt eigentlich hingehören. Kupfer, Tin, Eisen, Lead, Silber, Tungsten, Gold, Platinum, Dämonit, Crimsonit.
Meteorit, Kobalt, Palladium, Mithril, Orichalkum, Hellstone. Achso, stimmt, das habe ich ein bisschen anders sortiert. Ey, ich habe 3 Life Roots gerade gefarmt. Meine Life Root Farm hat also funktioniert sehr geil. Also Martin, Titanium. Warte mal, gehe ich da doch lieber zur Erzwiki, weil ich glaube, so habe ich sortiert. Wo ist denn die Erz? Der hat jetzt auch hier drin. Ores. Hier, Ores. Direkt darüber. Also Kupfer, Tin, Eisen, Blei, Silber, Tungsten, Gold, Platinum, Dämonit, Crimsonit, Meteorit, Hellstone, Kobalt, Palladium, Mithril, Orichalkum, Adamantin, Titanium. Ach so, hier ist ja Dingens gar nicht dabei. Chlorophyt, Luminit. Wie viele Bahnarten haben wir denn jetzt noch? Also wir haben jetzt Halo noch, Chlorophyt, Spectra, Chromit und Luminit. Also, ich habe schon 49 Chlorophyt-Ore. Okay, wie viel braucht man davon überhaupt für einen Bahn? Ich glaube, 6 Stück. Es wird immer Ja, mehr. ich sehe es gerade. Aber egal. Was für eine Rüstung Also, sehe ich baust du schon dir dann hundertmal. eigentlich? Weil baust du die normale Chlorophyt-Armor oder? Nein, ich mache die Turtle-Armor. Ach so, die. Und dann brauche ich den Golem, damit ich mir die Beetle-Armor machen kann. Beetle. Bin Also. Nahkampf. Es gibt keine Summoner Endgame Armor. Noch einen, so der doch schon, aber nicht hier. Oh cool, ein neues Yelets. Adamantin, Dieses YOLO gibt es Titanium, wirklich nicht mehr. Chlorophyt. Jetzt weiß ich nicht, was Halo für Werte hat. Na, schauen wir mal hier nach. Ja, Halo und Chlorophyt. Ich will wissen, was von beiden jetzt besser ist. Chlorophyt, sagen wir mal Helmet. Vergleichen wir mit Halo Helmet. Sind das eigentlich die gleichen Dinger? Also 100 Stück. 100 Stück sind dann die Sachen. 18, 15. Chlorophyt ist auf jeden Fall 83 besser. Stück 10 Bar. 120 Bar, einmal 20 Okay, dann Bar. würde ich sagen, hier kommt jetzt Was geht Halo damit hin. ab? Da müssen wir das irgendwie ein bisschen verkleinern. Guide. Das kann man jetzt mit den ganzen restlichen Seelen noch herstellen. Seelen der Einsicht. Oh, diese Embleme. Das Adventure-Emblem. Was kann man aus dem Adventure-Emblem nochmal bauen? Aber brauchst du was vom Golem? Das wollte ich bauen. Aber ich meine, lohnt sich das, das Adventure-Emblem zu bauen, dann das weitere? Oder soll man bei dem bleiben, was man hat? Naja, es ist dann halt jeder Damage, der erhöht wird und nicht nur der spezielle, Ja, wie bei aber den man kann ja vorherigen Helmen. theoretisch nur mit einer Waffe kämpfen. Das ermöglicht dir das Ja. Spiel ja. Also, Adventure-Emblem macht, glaube ich, nur noch 10% und die davor hatten 12%. Aber, also es wird schwächer, aber dann eben dafür für alles. Irgendwie so war das. Ja, Keine ja. Ahnung. Und was Also ist. sagen wir es mal so, mein Avenger-Emblem macht 12% Und Increased was ist Damage. aus dem, was man dann danach kriegt? Also, was man dann kriegt? Kann ich gerade nicht nachgucken. Hä, habe ich dir die Ich Dwarf kann. Potion, die ich hatte, nicht hingedroppt? Ich habe jetzt noch eine. Vielleicht. Ich habe B gedrückt, ich weiß nicht, was ich alles konsumiert habe. Ja, alles. Hast alles konsumiert. Ah ja, B ist ein guter Knopf. Ach ne, ich habe noch einen Feedback. Okay. Sollen wir eine Chlorophyll-Ore-Farm bauen? Mit einem Haufen Matt und überall dann einzelne Dinger hinstellen? Und ich kann mir jetzt gerade mal 22 Barren leisten. Und ich bin hier schon seit Ewigkeiten in Chlorophyll-Farmen. Hast du deine Ja. schöne Erde? Deine Drax hast du. Ja. Und deine Drax. Ja, meine Drax ist der Best. Also, das ist sehr gefällt. Wahnsinn. Ich mag das. Die machen so schöne Geräusche. Ja, irgendwie. Ja, war denn? Was? Das da wegstecken. Boah, Alter, ich habe 35 Münzen. Münzen noch? Goldmünzen. Ah. Also, Angler, was möchtest du denn heute haben?
Den Cloudfish, den kann ich hier nicht besorgen. Ist das schon im neuen Part? Nein. Warte, mach ich jetzt. Also, als nächstes geben wir Chlorophyt farben. So viel wie möglich. Ja. Damit ich ganz viel schon mitmachen kann. Tschüss!